mit der 4, Bildschirm Peter, mit der 7, Daniel Schmidt, mit der 10, Sven Kellermann, mit der Nummer 13, Georgis Dörloff und mit der 14, Marius Matschik. So, ich laufe alle noch mal kräftig durch. Und dann unterstützen wir unsere Mannschaft. Wir wollen den zweiten Sieg in der Saison. Die Fans in Elbmann und unsere heutigen Volleys. Eine starke Truppe in der zweiten Volleyball-Bundesliga.
Sean Paul. Thank you.
Schüler. Ja, wir hoffen, Sie haben beim heutigen Gewinnspiel mitgemacht. Sie haben hoffentlich vor dem Spiel Ihre Karten kräftig ausgefüllt. Wir werden dann nach dem zweiten Satz, da gibt es eine längere Pause, dann den Gewinn erzielen. Zu gewinnen gibt es einen Bürostuhl von Georg Rehm, Büro und Design. Der Stuhl steht bereit. Von der Hauptbühne aus gesehen auf der rechten Seite in der Ecke wert 400 Euro. Thank you.
Schumann entstanden nach dem ersten Satz. 25 zu 22. Für Rüsselsheim. Neuer Spielstand. Hightech Pauli Feldmann gegen Rüsselsheim 0 zu 1. Und jetzt richten sich die Blicke wieder auf unsere Cheerleader. Thank you.
Patrick Kummer. Yeah!
das Qualifikationsspiel im Pokal. Und der Heimsieger ist zu Gast in Gotha. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Der Sieger trifft am Anfang November auf die Bundesligisten Gießen. Aber vor dem Pokal heißt Heimspiel gegen den Lüsselstein. Let's go, Heimsieger!
Thank you.
Boris Jünger. Yeah!
Thank you.
Ausgang 24/24.
Thank you.
Philipp Schuler. Für Elmer, technischer Aufwand. Mein Traum.
sowie Begehren wieder Ehrung der MVP bei unseren Gästen der TG Rüsselsheim. Die Silbermedaille wird vergeben, wie gesagt, von Peter Weber von der Deutschen Bahn. So, die Silbermedaille geht bei unseren Gästen an die Nummer 5. Zwei, drei Sätze zum Spiel aus deiner Sicht? Boah, ich hab schon besser gespielt. Schwierig. Aber dann führen wir dann zumindest die Siegermedaille mit nach Hause nehmen. Wer ist der MVP bei unseren Hightech Volleys? Wir gratulieren unserer Nummer 4, Mensa Eiter! Und die Goldmedaille für Mönchner gibt es überreicht von Peter Weber von der Spahn, unserem Mobilitätspartner. So, noch die Fotos fürs Familienalbum. Mönchner, ganz kurz, zwei Sätze. Erste Halbzeit, wie groß ist die Erleichterung? Boah, ich finde es so gut jetzt. Auch kommst du nach Hause, ein schönes Wochenende. Starten Sie am Montag gut in die neue Woche.